Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ja, Aaron hat sich einfach mal umgedreht. Ich weiß nicht warum, ich habe noch gar nichts gedrückt. Wahrscheinlich, weil wir ins Pausenmenü gegangen sind. Wer weiß, er wird seine Gründe gehabt haben, aber wir öffnen jetzt die Holztür. Ich dachte, es wäre jetzt Feierabend. Ach hier, ach, jetzt erkenne ich es. Ach, jetzt habe ich ja, ach Gott. Jetzt ist mir erst aufgefallen, wo wir sind. Jetzt öffnen Himmelsrand. Mal wieder im Kreis gelaufen. Es schließt sich im Herzen der dunmärschen Provinz Morrowind thront der Rote Berg, der größte Vulkan von ganz Tamriel. Klar, stimmt, wir sind an die Tür rangegangen, da stand es von der anderen Seite verriegelt. Jetzt sind wir da wieder angekommen. Ja. Was will uns die Musik sagen? Dieser Musikwandel. Wahrscheinlich einfach nur, dass wir von einem Verlies nach draußen kommen. Es ist helllichter Tag. Oh, es ist schön, mal wieder was Helles zu haben. Ja, wir waren jetzt jedenfalls hier im Morwunska. Ja, ich muss kurz nachgucken, wie es heißt. Wie gesagt, im Namen habe ich immer so meine kleinen Problemchen. Im Morwunska waren wir da, haben wir jetzt ordentlich aufgeräumt. Hatten auch den einen Typen da getötet, von dem ich immer noch glaube, dass wir hätten mit dem erst normal noch reden können. Jetzt hier noch rein in den Turm? Nee, geht's nicht. Können wir von hier aus was sehen? Nichts Interessantes. Aber ich habe aus Versehen die unerbitterliche Macht eingesetzt und da war der dann nicht so erfreut darüber, weswegen er uns dann angegriffen hat. Und wir wollen jetzt nämlich nach Windhelm zurück. Ach, Lydia findet den Weg schon. Wenn ich jetzt hier eine kleine Abkürzung nehme. Wir wollen nach Windhelm zurück, weil ein bisschen was verkaufen und so. Wer steht denn da unten? Ziehen wir die Waffe ein, der sieht nicht böse aus. Distel! Mike trägt zwei Waffen, um sicher zu gehen. Was ist, wenn eine kaputt geht? Das wäre äußerst ungünstig. Weißt du, wie viele Waffen wir bei uns tragen? Bist du nicht der, den wir in der Spezialfolge getötet haben? Mike ist jetzt müde. Geht jemand anderem auf die Nerven. Entschuldigung, tschüss. Jetzt weiß ich, warum ich die Jungen gebracht habe. Ehrlich, ey. Das war jetzt ziemlich unhöflich. So. Da sind wir wieder, Windhelm. Sind wir jetzt schneller zurück, als ich gedacht hätte. Sind wir jetzt einen kleinen Kreis gelaufen. Aber, wie gesagt, ich fand es jetzt doch... Jetzt nicht so... Also, ich finde es jetzt nicht so verkehrt, dass wir jetzt nochmal kurz hier zurückgehen. Und gucken können, was wir verkaufen. Weil wir müssen ein bisschen ballastlos werden. Und Gold an sich ist jetzt auch nicht so verkehrt. Muss ich überlegen, wie viel Gold haben wir denn? Objekte? 1678 ist jetzt nicht so pralle. Dass wenn wir wieder einen Ort finden, wo wir uns vielleicht ein Häuschen kaufen wollen, dann auch Geld parat haben. Da hinten ist ein Drache. Da hinten ist ein Drache. Komm her. Ich glaube, wir haben ihn nicht getroffen. Komm her, Junge. Komm runter. Kämpfe. Komm her. Wir haben lange... Wo will denn der jetzt hin? Ist aber kein zweiter noch, oder? Nee. Wir schießen Pfeile auf dich. Bekommst du das nicht mit? Haut er ab. Ich krieg die Krise. Wo fliegt denn der hin? Nach da unten. Nahzubar. Ja, was machen wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Ich will ihm jetzt nicht blind hinterherrennen, weil genug Drachen werden wir schon noch treffen. Wir bleiben jetzt erstmal bei unserem Plan und zwar gehen wir nach Windhelm. Weil ich die Sachen trotzdem verkaufen möchte. Ich halte immer noch Ausschau, ob er nochmal zurückkommt, aber anscheinend nicht. Warum er nicht runtergekommen ist? Wir haben schließlich Pfeile auf ihn geschossen. Und ihr habt nicht gemerkt, oder? Könnte das sein? Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Danke für den Hinweis, Lydia, wo auch immer du bist. Oder warst du das jetzt? Nee. Wo ist Lydia? Ach stimmt, die muss ja erst hinterherkommen. Wir haben eine kleine Abkürzung genommen.
kurz gucken. Nee. Okay. Gut. Das ist halt jetzt echt die Frage, was machen wir? Oh, ein Troll. Verletzte Trolle regenerieren zwar ihre Gesundheit, sind aber anfällig für Feuer. Dann ist ja gut, dass wir immer Feuer einsetzen. Was machen wir? Was machen wir? Den Drachen jetzt blind hinterher? Ja, wer weiß, wo wir dann landen. Und das entfernt uns dann doch ziemlich vom Ziel. Das ist jetzt doch nicht mein Plan. So, der Marktplatz ist da links. Ich bin froh, dass es hell ist. Lydia mittlerweile da? Nee, noch nicht. Okay. Aber der Drache hat jetzt nicht Lydia mitgenommen, oder? Obst und Gemüse, alles köstlich und erschwinglich. Wo hast du den auf einmal hergezogen? Ich habe vor einer Weile meine Zwillingsschwester verloren. Nicht schön. Habt ihr schon jemanden verloren, der euch nahe stand? Mein Vater sagt, wir müssten einfach unser Leben weiterleben. Ich würde mehr reisen, aber wer... Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ein bisschen Gold hat sie. Okay. Alter Norbogen. Wo können wir denn mal ordentlich verdienen? Nummer 1 ist unser. Ja, kannst du vergessen. Stab der Zombies. Aber da glaube ich, dass wir eventuell im Schloss mehr verdienen können. Hier, Zwergendolch kannst du haben. Langbogen kannst du haben. Und auch hier den alten Nordbogen kannst du haben. Schaut zu ihm. Ah. Okay. Wir sollten uns aber erstmal irgendwie... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Wir sollten uns schon mal einen gewissen Überblick trotzdem verschaffen. Ist jetzt nicht drauf los, wie ich gerade eben schon bei den ersten Stücken gemacht habe. Wie viel? Hier, guck mal, ich habe hier schwarze Magierrobe. 52, okay. Dafür nur 19, okay. Was hast du denn eigentlich so im Angebot? Alter Nord, das ist unser. Orkische Pfeile ist jetzt nicht so verkehrt, können wir gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Also so Bombe ist das jetzt nicht, was sie hier hat. Schießen wir gerade die alten Ortfeinde? Da habe ich auch einiges zu verkaufen. Ein Saphir. Danke, dass ihr hier einkauft. Die arme Nilgine, ihr braucht etwas? Schwester ums Leben kam. Das, was ihr hier seht. Aber keine Zutaten, ist doof. Einen guten Tag euch. Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht. Werft einen Blick drauf. Oje, der hat Fleisch vor sich, aber wir können ihm hier diverse andere Sachen anbieten. Die haben jetzt um die 150 und wir gehen jetzt aber auch gleich da rein und suchen den ins Palast der Könige und suchen da mal nach dem Zauberer. Okay, die haben dieselben Preise, was ja irgendwie auch verständlich ist. Alle sagen, Eo, werft einen Blick drauf. Du könntest doch jetzt hier mehr damit anfangen, oder nicht? Ein bisschen mehr dafür geben. Nee, es ist genau das. Eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht. Das ist doch schon unterschiedlich, oder nicht? Hup! Also ich irre mich doch da jetzt nicht. Das ist doch schon so, dass je nach Verkäufer unterschiedliche Preise, oder? Grüße. Lasst einfach mal im Palast des Königs suchen, ob wir den Zauberer finden. Wenn, können wir bei ihm sowieso die Bücher verkaufen. Das ist, glaube ich, auch schon mal ein guter Anfang. Dann gibt es ja hier noch den Antiquitätsladen. Also, es läuft gerade ein bisschen drauf hinaus, dass wir hier die ganze Folge jetzt im Winter sein werden und Geschäfte machen. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Sturmwände sind im ganzen Land. Seid euch da nicht so sicher. Das Gespräch kennen wir doch schon. Einsamkeit abgefangen.
Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, dass ihr das schon besprochen habt? Das weiß er. Thanos möge euch leiten. Wer bist denn du? Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Ihr meint, ich müsste bald auf eine deutlichere Botschaft. Okay. Bis zum nächsten Mal. Oh, was ist denn da? Wenn ihr damit meint, dass ihm jemand ein... Da sind wir das letzte Mal nicht lang gegangen. Ansonsten gehen wir halt auf den Markt und verkaufen da alles. Nützt halt nichts. Obwohl, den Zauberstab des Zombies könnte man dann schon mit nach... Ich vergesse den Namen immer. Warte mal, wir sind in Windhelm. Und wie... Akademie in Winterfeste. So, ach, da geht's hoch. Hallo? Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja, immer. Sowieso. Hallo? Ihr werdet doch hier irgendwo einen Magier haben, oder nicht? Nö. Lydia, schön, dass du wieder da bist, aber du bist im Weg. Oh. Na, du musst doch nicht gleich stöhnen, wenn ich mich an dir reibe. Ey, nicht zugucken. Lydia, jetzt mach doch mal bitte. Meine. So. Steht die Wache hier? Mach einen freien Durchgang, danke. Aber ich sehe auch keinen Alchemietisch oder so irgendwo. Des königlichen Gemächer. Truhe leer. Aber trotzdem nicht das, was ich mir erhoffe. Oh, geh weg. Mach keinen Ärger, Argonia. Ja, sei ruhig. Welchen Nord würdet ihr mich doch hier feiern? Ehrlich. Oh, ja, der Nord ist wieder hart, der Nord, aha. Oh, der hat sich heute auch der Ulfric an mich erinnert. Oh, Nord. Bei mir also nur Argonia. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Na 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 na, nack 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 nack, na 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 na, nack 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 nack. Ich glaube, ich bleibe einfach unparteiisch. Ich hoffe, ich muss mich nicht irgendwann mal irgendeiner Seite anschließen. Habe ich bisher noch nie gemacht. Immer wenn ich gespielt habe, habe ich das noch nie gemacht. Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Oh, ehrlich? Ey, der kann in einem, der kann in einem Horrorfilm mitspielen. Bleibt weg von der Aretino-Residenz. Dieser Ort ist verflucht. Was? Wo? Erzähl mir was mehr. Was wollt ihr, Argonia? Aretino-Residenz, wo ist denn die? Warum ist die verflucht? Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Jawohl, wir haben es gefunden. Was auch immer man euch über meine Fähigkeiten erzählt hat, ist vermutlich wahr. Wunfährt der Unlebendige. Ich möchte zerstören. Passt auf, an was oder an wem ihr sie ausprobiert. An dir. Wie viel kostet es denn? 360. Auch wollen wir das investieren? Kommt schon. Kommt das. Ja, einmal. So. Mehr aber nicht. Nein, ich reiß mich zusammen. Wirf deinen Blick darauf. So. Erstmal wirst du hier mal einen Blick auf unsere Sachen und zwar, ja, okay, derselbe Preis. Aber bei dir ist er, glaube ich, in besseren Händen. So, Amulett, also Bücher. Gibt es ein Buch, wofür du sehr viel zahlen würdest? Also ich gebe dir schon mal von den doppelten Bänden. Kriegst du? Der hat auch zum Glück ein bisschen Kohle. Mit den Notizen wirst du nichts anfangen können. Dass ich dir nicht mal hier diese, dass die nicht mal was kosten, ey. So, hier haben wir irgendwie auch nicht. Bekleidung.
Ist da irgendwas, was dir gefällt, was du gerne haben möchtest? Wir sind schon hier, können 12%. Die bekommst du. Oh, Stufenfortschritt. Noch ein Bittel. Kannst du was mit einer... Das sind genau dieselben Preise. Ah, dann verkaufen wir hier auch schon mal was. Theoretisch unterstütze ich die damit, ne? Nein. Ich unterstütze euch nicht, nein! Stärke und Stahl sind ja schön und gut, aber die Magie ist die wahre Macht. Wenn Ulfric um ein... Wirf deinen Blick darauf. Das habe ich ganz vergessen. Mal zu gucken, was er im Angebot hat. Schriftrollen bringen mir nichts. Bücher. Was können wir denn lernen? Zauber. Beschworene Streitaxt. Sowas wäre auch mal nicht schlecht. Beschworenes Schwert, beständiger Schutz. Besänftigen. Eisstachel. Feuerblitz. Krass. Flammen. Ein Flammenmeer, das 10 Schadenspunkte pro Sekunde verursacht. Der hat ordentliches Angebot. Sollten wir da was mitnehmen, oder... Ich weiß es nicht. Eisstachel ist... Ich stelle mich da immer so dumm an. Das ist, bis ich da mal was kaufe, dauert das. Menno. Ein starker Schwertarm. Ich würde euch meine Forschungsarbeit... Passt auf, wir werden, an was oder an wem ihr sie ausprobiert. Wir werden jetzt, gleich noch diverse Sachen verkaufen und da trainieren wir das jetzt noch einmal. Jawohl, Stufenfortschritt. Neue Stufe. Und so was. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Unterstütze ich die. Der bekommt jetzt hier auch was. Der kriegt jetzt vom... Nee, ist ja seins. Kleidung, bekommt da auch was ab. Jeder kriegt 4. So. Kannst du noch was hier? Smaragdhalskette. Kannst du haben, brauche ich nicht. Silberner Rubinring, kannst du haben, brauche ich nicht. Totenbeschwörerrobe. Kriegen die da unten, die können dann was damit anfangen. So, und jetzt kriegt er noch. Hier eine von 2 goldenen Halsketten, eine von 2 Ringen. So. Hast du gerade irgendwo reingebissen oder was? So, wo war jetzt hier der Ausgang? Einfach nur gerade durch, ne, oder? Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Ach, echt? Ich nicht. Ob du schon wieder. Ey. Das ist auch wieder ausschaut. So, dann machen wir jetzt den Stufenfortschritt gleich, wenn wir unten sind. Das setzen wir uns kurz auf der Bank. Ich finde, das ist wichtig, dass man sich da mal in Ruhe hinsetzt, damit man in sich gehen kann und einfach mal in Ruhe nachdenken kann. So. Die sind mit dem Reden zu Ende. Von daher. So. Ne, falsch. Neue Stufe. Also ich habe gemerkt, wir sollten auch die Gesundheit definitiv... Obwohl, ne, warte mal, Magika hat... Warum ist die Magika... Stimmt, weil wir die eine Rüstung abgelegt haben. Aber Magika ist gut, Gesundheit. So, jetzt haben wir nochmal Gesundheit verbessert. Und jetzt... Was haben wir denn, Redekunst ist besser aktuell. Alchemie. Sind halt um 40% wirkungsvoller.
Das ist natürlich ziemlich cool und das... Ach, erfordert Level... erfordert Level 20. Wir müssen mehr Alchemie machen. Beschwörung. Naja. Brauchen wir nur noch ein Level, dann können wir hier uns was aussuchen. Warte. Was haben wir hier? Nee, das hier. Das wird dann wichtig sein. So, Zerstörung. Werden wir jetzt nicht nochmal was investieren? Das haben wir das letzte Mal gemacht. Wiederherstellung. Was haben wir denn da? Doppelte Wiederherstellung. Heilzauberheim 50% mehr. Ja, ist nicht verkehrt. So. Gut, damit haben wir das auch gemacht. Und damit ich das jetzt in der Folge hier alles abrunden kann, gehen wir jetzt runter nochmal zum Marktplatz. Der ist immer langweilig. Ah, hier haben wir doch mal so einen Hawker. Werden häufig wegen ihrer Stoßzähne und ihres Fleisches gejagt. Der sieht doch zum Kuscheln aus. Würde ich mir sofort als Haustier nehmen. Ah, ist schon geil mit den drei Zähnen. Also den großen Stoßzähnen, Hawker-Zähnen, Hawker-Stoßzähne, wie ihr es nennen wollt. So. Irgendwo ein Drache? Aber es wäre interessant zu wissen. Gesetz und ihr missachtet mich. Da steht Harald. Olaf One. Bitte. Interessant. So. Ich sehe keinen Drachen. Und gebt diesen dahingeschiedenen Seelen Frieden. Frieden! Hallo? Hallo? So. Geh mal. Du stehst mir im Weg. Die arme Nilgene ist am Ende, seit ihre Schwester ums Leben kam. Vielleicht ist das Betrachten einer guten Kneipenschlägerei genau das Richtige. Ich würde mehr reisen, aber wer will sich in diesen... Werft einen Blick darauf. Zweihandwaffen bringt mir jetzt nichts. Das machen wir eh nicht. So. Bekleidung. Ich habe gesagt, der andere bekommt dann auch noch was. Jeder von euch muss da bekommen 4 dieser schwarzen Magierroben. Dir gebe ich noch Totenbeschwörerrobe. Wieso Wiederherstellungszauber kostet 12% weniger Magicka? Behalten wir mal noch an. Hier goldene Rubin-Halskette. Mal gucken, was du damit machen kannst. Redekunst verbessert. Eisenstiefel kannst du haben. Davon finden wir eh genug. Eisenhemd der Magicka. Ja, können wir dem da drüben da geben. Du bekommst das noch. So, sonstiges behalte ich für mich. Oh, du kannst die Schale haben hier. Brauche ich nicht. Wolfspelz, Ziegenfell. Okay. Jetzt hätte ich aber von dir gerne noch die orkischen Pfeile. Ah, es kostet mich ordentlich. Die sind teuer. Krass. Die sind sehr, sehr teuer. Dann nehmen wir mal erstmal nur 20 mit. Bücher, was hast du an Bücher? Ein Besen. Interessant. Schön. Vergebt mir Tag bitte auch. Meine trübe Stimmung. Kommt zu mir. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Tod seiner Tochter. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. So, und dann habe ich für dich hier, mein Bruder. Wo ist denn jetzt? Da. So. Stahlhornhelm. Das ist sowas, was man eigentlich mal verbessern könnte. Wo man echt was einbauen könnte. Da müssen wir mal gucken. Wir waren doch gerade an so einem Beschwörungsding, ich dödel.
So, was wollte ich denn dir jetzt noch geben? Den könnten wir zerteilen. Da habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst. Aber wir werden ihn Schild benutzen, von daher zack. Das kann er haben. Steigert Magiker um 10. Wo baue ich das ein? Nirgendwo. So. Nee. Oh, ich gucke gerade auf die Uhr. Jetzt sind wir doch schon wieder bei 25 Minuten, gleich bei 26 Minuten angekommen. Jetzt aber Eile. Goldener Ring. Goldene Halskette. Bekommst du alles. Diese hässliche Kleidung für eine Münze bekommst du auch. Und den Rest behalte ich erstmal. Wer weiß, was wir da alles einbauen können. Ich danke. Stattet Zadris Gebrauchtwaren im grauen Bezirk unbedingt einen Besuch ab. Du willst mir echt dein Leid klagen, ist einer der wildesten Kämpfer, die ich je gesehen habe. Das ist schön. Gut, okay. Wir gehen noch fix zum Tor. Muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen können jeden Augenblick. Ja, dahin ist einer geflogen. Ich heiße Nils. Ja, ich weiß doch. Ja, das hast du mir schon so oft gesagt, mein Freund. Alles gut. So, jetzt sind wir hier am Tor. Gut, damit beenden wir die Folge. Ein Ausflug nach Windhelm mal wieder getätigt. Und, ja. Dann beginnen wir in der nächsten Folge wirklich die Reise zur Winterfeste, zur Magierakademie. Mal schauen, was uns da erwartet. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Hier bedanke ich mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.